Endlich ist es soweit, die Gruppenphase der halben Saison ist beendet und nun geht es richtig zur Sache. Der Erstplatzierte, der Berliner HC aus dem Osten, empfängt den Dauerbrenner und Westzweiten aus Köln. Das Viertelfinale, die Entscheidung jetzt auf Hauptstadtsport TV. Das Kohl Sport Center schon vor dem Anpfiff bis und das Dach gefüllt. Kein Wunder bei dieser Paarung. Die Kölner seit Jahren ganz vorne mit dabei. Erst letztes Jahr verpasste man knapp den deutschen Meistertitel im Finale gegen Uhlenhorst Mülheim und auf dem Feld gegen den Harvesterhuder THC. Berlin dagegen flog bereits im Halbfinale raus und will sich nun für die Endrunde hier zu Hause in der Hauptstadt qualifizieren. Damit aber genug der Vorrederei, rein ins Spiel. Die Kölner in Weiß lassen gar nicht viel Zeit verstreichen und legen gleich gut los. Marco Mildkau mit dem ersten Treffer, Köln in Front. Der BHC ist aber nicht umsonst Gruppensieger im Osten. Durch aggressives Pressing und schnelle Spielzüge ist der Club aus der Hauptstadt hier ins Viertelfinale eingezogen. Bedels Ausgleich schon fast zu schnell für die Kameras. Und der BHC legt gleich weiter nach. Anton Spitzname Toni Eberling mit dem Führungstreffer. Zwar noch leicht abgefälscht, aber egal. Danach fragt keiner mehr. Drin das Ding. 2:1 für die Berliner. Das Spiel hält also von Beginn an, was sich alle Zuschauer erhofften. Ein Hockeyspiel auf höchstem Niveau. Ein Hockeyspiel der Extraklasse. Kein Wunder also, dass sich Rot-Weiß Köln nicht lange mit dem Rückstand abgibt. Wieder ist es Mildkau mit dem Treffer 2:2 unentschieden. Köln hat jetzt Blut geleckt und will das Ding bereits vor der Pause in die richtige Spur lenken. Tolles Umschaltspiel und eiskalter Abschluss durch Benjamin West, das 10. Saisontor des Nationalspielers. Auch danach die Männer aus Nordrhein-Westfalen hungriger. Grambusch mit tollem Solo zum 4:2 aus Gästesicht. Und kurz vor der Pause trifft auch noch Delaba zum 5. 3-Tore-Vorsprung. Ein deutlicher Fingerzeig. Für alle, die jetzt hoffen, dass Durchgang 2 etwas ruhiger wird, hier schon mal die Warnung anschnallen und festhalten bitte, denn auch Halbzeit 2 hat es mal so richtig in sich. Der BRC, der Berliner Hockeyclub, muss nachlegen und kann nachlegen. Erster Beweis, das Tor durch Benedikt Zwiatek zum 3:5. Und wenn die Ecken so gut reinfliegen, dann kommt gleich noch eins, nämlich das 4:5. Wieder ist es Benedikt Zwiatek. Köln hat aber noch diesen Marco Mildkau. Richtig, Marco Mildkau in dieser Saison heiß wie Feuer und unfassbar torgefährlich hier. Nicht nur sein drittes Tor der Partie, sondern insgesamt 37 Treffer hat er schon in der laufenden Spielzeit erzielt. Einfach Wahnsinn, dieser Marco Mildkau. Der BRC gibt sich aber nicht auf, will Köln hier nicht davonziehen lassen. Just Brinkmann mit dem Anschluss 5:6. Und wie soll es anders sein in diesem Spiel? Na klar, 6:6 der Ausgleich. Diesing kämpft mit allem, was er hat und macht das Tor. Emotionen pur und gleichzeitig Verlängerung. Das Tempo jetzt natürlich etwas raus, trotzdem kein Grund zum Verschnaufen. Florian Scholten reagiert am schnellsten, Köln wieder vorn. Doch der BRC hat ja auch seine Nationalspieler. Einer davon, Pitt Arnold, der Verteidiger des BRC hier mit dem 7:7. Ja, und dann kommt es, wie es so kommt, ne? Wenn es unentschieden steht. 7-Meter-Schießen am Ende, was so keiner richtig will, aber egal. Einer muss siegen, die ersten beiden 7 Meter werden von Zwicker und Mildkau vergeben. Nun ist Arnold an der Reihe und trifft zur Führung 8:7. Doch Köln bleibt ruhig, gleicht aus 8:8 durch Grambusch. Nun Zwiatek und auch er bleibt ein sicherer Schütze, 9:8 für den BRC. Jetzt ist es Benny West, der Nationalspieler, und gehalten Christopher Stubbe. Mit der Parade der BRC weiter in Front, doch das Glück kann beim 7-Meter-Schießen ganz schnell drehen und so ist es auch hier. Koschek vergibt und Köln weiß diese Chance zu nutzen. Delaba mit dem Ausgleich 9:9. Jetzt also die beiden letzten Schützen. Den Anfang macht Eberling, Toni Eberling, im Spiel noch mit dem nötigen Glück. Hier versagen ihm die Nerven oder er hat einfach nur Pech. Latte, Mann, was für ein Pech. Die Gefühle förmlich ins Gesicht gemeißelt. Und damit alle Blicke auf ihn. Martin Korus, der Schuss zum Sieg, ja oder nein, ja, drin. 10:9 der Endstand aus Gästesicht, das Spiel vorbei. Köln beim Final Four in Berlin. Im Endeffekt, wir haben uns geil zurückgespielt. Es war ein unfassbar geiler Team Spirit. Das ganze Spiel über, wir haben uns unfassbar reingefightet in den Kampf hier.
Und dann umso ärgerlicher, dass es nachher im 7-Meter-Schießen dann mit wenig Glück geendet ist. Ich glaube, wir haben zwei sehr kampfstarke Mannschaften gesehen, die unglaublich fair gespielt haben. Beide wollten das Spiel mitgestalten und haben sich mit einer ähnlichen Taktik eigentlich so gegenseitig aufgefressen. Ich glaube, für die Zuschauer war es ein wahnsinnig tolles Spiel. Und das, glaube ich, war für alle ein Erlebnis und hat Eintrittsgeld wert. Köln also dabei, zusammen mit dem Harvesteruder THC Uhlenhorst Mülheim und dem Club an der Alster bilden sie die Teilnehmer der Finalrunde. Der BRC, da ging raus. Kein Final Four, kein Happy End.